Kunja als Lautaro-Nachfolger, Kovac zum BVB und Schalke kann einfach nicht anders. Das ist Dennis Sages, mein Name ist Nico. Herzlich willkommen zu den Daily News in den Corona-Studios zu Berlin. Legen wir los. Es riecht nach Kehrtwende im Poker zwischen Liverpool und Timo Werner. Es sah ja lange danach aus, als würde man sich da sicherlich irgendwann im Verlaufe des Frühjahrs oder des Sommers auf einen Transfer des Leipziger Stürmers zu Jürgen Klopp einigen können. Doch laut dem Daily Mirror ist das Ganze jetzt in weite Ferne gerückt und das große Problem dabei ist, dass Leipzig vehement auf die 55 Millionen Euro Klausel pocht. Erst diese Woche betonte Geschäftsführer Oliver Minzlaff in der Sportbild, billiger wird es nicht, wir wollen keine Spieler unter einem festgelegten Wert abgeben, wenn er länger als ein Jahr Vertrag hat. Und wenn sich Leipzig da treu bleibt, bedeutet das eben, dass Liverpool entweder die 55 Millionen Euro bezahlt oder Timo Werner im Sommer nirgendwo hingeht, Stand jetzt zumindest mal. Same, same, but different in Mailand und Barcelona. Und dabei geht es natürlich um den Lautaro-Poker. Dann haben wir jetzt schon mal Timo, Lautaro, dann fehlt ja eigentlich nur noch Sané-News heute, oder? Denn Intersport-Direktor Pierre Auxilio hat eine deutliche Nachricht in Richtung Barcelona geschickt. Lautaro Martinez steht nicht zum Verkauf. Barcelona hat uns kontaktiert, wir haben gute Beziehungen und untereinander. Aber wir haben ihnen gesagt, dass wir nicht verkaufen werden. Wenn sie ihn wollen, muss Barca die volle Ausstiegsklausel von 111 Millionen Euro bezahlen. Ich denke, ich habe mich in diesem Punkt klar ausgedrückt. Jetzt ist es aber auch nicht so, dass Inter keinen Backup-Plan hätte für den Fall, dass Lautaro in Richtung Barcelona geht. Braucht man natürlich einen neuen Stürmer und scheinbar hat man jemanden im Blick, den man bereits seit 2 Jahren beobachtet und alle Hertha-Fans müssen jetzt ganz stark sein, denn es handelt sich um Mateusz Cunha. Ja, bei Cunha ist man wohl schon seit mindestens Sommer 2018, hat man ihn mal auf dem Zettel. Damals ging er dann aus der Schweiz zu RB und er ist, seit er bei der Hertha angekommen ist, ganz klar der beste Transfer, den Hertha in diesem Jahr getätigt hat, würde ich mal so behaupten. Liebe Hertha-Fans, korrigiert mich. Wie auch immer, man hat ihn scheinbar auf dem Zettel. Transfergespräche oder Verhandlungen gab es natürlich noch nicht. Wie auch, wenn er nur das Backup für den anderen Spieler sein soll, der nicht gehen darf. Borussia Dortmund will verständlicherweise ums Verrecken keine Trainerdiskussion um Lucien Favre lostreten. Damit meinen sie natürlich, jetzt keine Trainerdiskussion. Dass man sich intern über die Zukunft von Favre Gedanken macht, das dürfte kein Geheimnis sein. Und dass man so langsam aber sicher zum Schluss kommt, mit Favre kann man keinen Titel gewinnen, das dürfte auch kein Geheimnis sein. Auf der anderen Seite könnte man auch einfach zu dem Schluss kommen, wir können Bayern nicht schlagen in der Saison und solange wir Zweiter werden, machen wir alles richtig. Aber gut, das ist der Anspruch des BVB und deshalb wird es im Sommer sicherlich eine Trainerdiskussion geben und der erste Name, der gestern in den Ring geworfen worden ist, ist der von Niko Kovac. Das große Problem bei Kovac allerdings ist, wir erinnern uns, als er bei Bayern war, hatte er mit Mats Hummels, sagen wir mal, eine schwierige Beziehung, um nicht zu sagen, die beiden konnten sich überhaupt nicht mögen. Doch laut Medienberichten soll die Beziehung inzwischen ansatzweise gekittet sein und die beiden sollen wieder über SMS in Kontakt stehen. Wenn also das Zwischenmenschliche zwischen Kovac und Mats Hummels gelöst ist, dann steht eigentlich einem Transfer oder einer Verpflichtung von Niko Kovac nur noch eines im Wege. Und zwar, dass er überhaupt kein bisschen 0% zum BVB passt. Sportlich, taktisch, überhaupt gar kein bisschen. Borussia Dortmund muss am Samstag um 18 Uhr gegen Paderborn auf Erling Braut Haaland verzichten. Das steht nun fest, zumindest laut der Bild-Zeitung. Der 19-Jährige laboriert an einer Knieverletzung, die er sich beim Duell mit dem FC Bayern zugezogen hat. Und zwar, als er mit dem Schiedsrichter zusammengeprallt ist. Trotz einer zuletzt leichten Formschwäche hat der VfB Stuttgart mit Pellegrino Matarazzo den Vertrag bis 2021. Nee, Moment, der lief bis 2021. Man hat verlängert bis 2022. Das bestätigte Thomas Hitzelsberger. Mit der seit mehreren Wochen geplanten Vertragsverlängerung möchten wir deutlich zum Ausdruck bringen, dass wir Kontinuität leben wollen. Nach der bisherigen Zusammenarbeit mit Pellegrino Matarazzo sind wir der festen Überzeugung, dass er alle fachlichen und persönlichen Fähigkeiten in sich trägt, um eine lange Zusammenarbeit möglich zu machen. Gute Entscheidung beim VfB Stuttgart. Übrigens steht dort auch Taifun Korkut, wenn mich nicht alles täuscht, noch bis diesen Sommer unter Vertrag. Das mal so nebenbei als Fun Fact. Und natürlich steht auch bei Schalke 04 eine Trainerdiskussion mal mindestens vor der Tür. Vielleicht hat es auch schon geklopft oder mal ins Fenster reingeschaut. Sie ist auf jeden Fall in der Nähe. Vielleicht treibt sie sich im Garten rum, schläft auf der Straße davor, irgendwie sowas. Aber die Trainerdiskussion ist in der Nähe, auch wenn Jochen Schneider seinen Trainer erstmal noch in Schutz nimmt. Es ist nicht richtig, es alleine am Trainer festzumachen. Da gehören alle im Verein dazu, sagte Schneider nach dem 1:2 bei Fortuna Düsseldorf. Die Kritik ist Kritik an uns allen. Wir müssen die Dinge besser machen. Wir können uns nicht so präsentieren wie in den letzten 3 Spielen. Das ist ein gehöriger Negativlauf. Den müssen wir schnellstens beenden. Am besten am Samstag. Und der Trainer, um den es geht, David Wagner, auch der äußerte sich natürlich nach der Niederlage gegen Düsseldorf und versuchte zu erklären, warum Schalke 04 gestern einen solch passiven Ansatz wählte. Wir mussten von der ursprünglichen Spielidee weggehen.
Wir sind derzeit zu nichts anderem in der Lage. Das, was wir in der Vorrunde und auch am Anfang der Rückrunde gespielt haben, können wir nicht mehr machen. Dafür haben wir aktuell nicht die Möglichkeiten. Es ist an uns, einen neuen Ansatz zu finden. Und damit ist natürlich gemeint, dass man so viele Verletzungen hat bei Schalke 04, dass man eben auf die Spielidee, die man lange Zeit diese Saison verkörpert hatte, einfach derzeit nicht zurückgreifen kann. Klar ist allerdings auch, das, was man da gestern versucht hat, was auch immer das war, hat überhaupt nicht funktioniert. 0%, überhaupt gar kein bisschen. Also Schalke 04 weiterhin auf der Suche nach der eigenen Identität. Das war's für heute, Freunde. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 15 Uhr heute der Bundesliga-Rückblick mit Nick Nack, mir und Flo. Seid dabei. Bis dahin, macht's gut.